Die Spielregeln für die meisten Menschen sind ziemlich einfach. Du kommst auf die Welt, du gehst in den Kindergarten und solange du noch klein bist, darfst du etwas Spaß haben. Danach musst du dich anpassen und man schlägt dir jeden Funken Lebensfreude aus. Jetzt darfst du im Hamsterrad laufen, bis du 68 bist. Gleichzeitig zahlst du für jeden Scheiß Steuern, wovon wiederum 50% dubios abfließen, um Kriege zu finanzieren, an denen du absolut kein Interesse hast. Wenn du Glück hast, dann bist du irgendwann 68. Ich gratuliere dir. Das Dumme ist nur, dass du jetzt im allerbesten Fall zwar etwas Geld, aber kaum mehr Energie hast. Nun klammerst du dich mit 5 verschiedenen Medikamenten täglich an dein immer noch unerfülltes Dasein und verstehst einfach nicht, woran es liegt. Kurze Zeit später erwischt dich schlussendlich ein unerwarteter Schlaganfall. Und während dein Leben in einem Geistesblitz nochmals an dir vorbeizieht, denkst du dir: Scheiße, habe ich überhaupt gelebt? War ich jemals wirklich glücklich? Eine letzte Träne läuft an deiner Wange entlang und deine bedeutungslose Existenz geht zu Ende. Eine echt üble Vorstellung, nicht wahr? Dabei hast du doch alles richtig gemacht. Alles, was die Gesellschaft von dir je verlangt hat. Das ist die Matrix. Das ist soziale Konditionierung in ihrer Perfektion. Dabei ist dein Job hier ziemlich einfach. Dein Job ist idiotensicher. Mach deine Arbeit, halt die Klappe und stell keine Fragen. Denn weißt du, was passiert, wenn Menschen anfangen würden, sich Fragen zu stellen? Die richtigen Fragen? Dann würden sie anfangen, über den Tellerrand zu blicken. Dann würden sie anfangen, aus der Reihe zu tanzen. Sie würden aus dem System ausbrechen und sich nicht mehr manipulieren lassen. Auf einmal hätten sie beispielsweise keine Lust mehr auf Konsum. Die größte Droge, die der Mensch je erfunden hat. Materieller Konsum ist die perfekte Ablenkung von allen reellen Problemen und eine Sucht, die niemals befriedigt werden kann. Es ist der verzweifelte Versuch, Glück zu kaufen. Aber wenn das passiert, wenn Menschen tatsächlich aufwachen würden und der Konsum stoppt, dann hätten wir ein richtiges Problem. Dann hätten wir eine wirtschaftliche Kernschmelze. Deshalb halt die Klappe. Lauf weiterhin in deinem kleinen Hamsterrad, welches du nicht leiden kannst, um schlussendlich dir dadurch Sachen zu kaufen, die du dir nicht leisten kannst. Ein sinnloser Teufelskreislauf. Genau diese Illusion ist die gefährlichste Krankheit von allen. Der Irrglaube, dass uns irgendwas oder irgendwer da draußen glücklich machen kann. Milliarden Menschen sterben, ohne wirklich jemals glücklich gelebt zu haben. Und mit diesem Virus wird fast ausnahmslos jeder Mensch durch soziale Konditionierung angesteckt. Dabei gibt es 2 Arten von Menschen. Es gibt die, die durch soziale Programme ihr Glück im Äußeren suchen. Jedoch trüben neurologische Blockaden die Wahrnehmung der meisten Menschen, wodurch alle Gedanken und Impulse an ihre wahre Bestimmung, ihren Weg vom präfrontalen Kortex unterdrückt werden, dem Gestapo ihres Verstandes. Nichts, das mit der sozialen Programmierung im Widerspruch steht, kann wahrgenommen werden. 90% der Bevölkerung sind von ihrem Weg und ihrem inneren Glück abgeschnitten. Sie können aus diesem Gefängnis nicht ausbrechen, weil sie die notwendige Revolution in ihrem Verstand noch nicht abgeschlossen haben. Diese Menschen nehmen Institutionen, Etiketten und soziale Regeln extrem ernst. Unsere Gesellschaft ist voll mit solch programmierten Menschen. Gleichzeitig versucht das System, den Verstand der Menschen beschäftigt zu halten, sodass diese nicht ausbrechen. Dieser Wahnsinn wird von den Massen nicht nur toleriert, sondern auch verlangt. Und dann gibt es noch die 2. Art von Menschen. Menschen, die erwacht sind. Menschen, die frei sind von diesen mentalen Zwängen. Sie sehen die Matrix als das an, was sie wirklich ist. Ein imaginäres Spiel. Das sind Menschen, die ganz genau wissen, was sie wollen. Die ihren Kompass ausgerichtet haben und unerschöpflich an sich und ihren Zielen arbeiten. Das sind Menschen, die authentisch sind, die versuchen, Tag für Tag zu wachsen, um damit ein Vorbild für andere zu sein. Und hier ist das Geheimnis, um genau das zu schaffen. Du musst deine Wünsche und deine Ziele immer an erster Stelle platzieren. Du musst deinen Weg gehen, weil niemand, absolut niemand, wird dich jemals glücklich machen. Es ist einzig und allein dein Job. Wenn du wirklich verstehst, worum es geht, wenn du wirklich aufwachst, dann begreifst du auf einmal, dass du nichts und niemanden brauchst, dass du hier bist, um Spaß zu haben, dass das Leben ein Spiel ist, bei dem es einfach nur darum geht, persönlich zu wachsen. Und wenn du aussteigst, wenn du deinen Weg gehst, wenn du deine Ängste überkommst und anfängst, dein Glück in dir selbst zu suchen, dann wirst du süchtig nach genau diesem Prozess.
Deine primäre Intention sollte deshalb niemals die sein, viel Geld zu verdienen oder sich irgendwelche materiellen Dinge anzueignen. Deine Intention sollte es stattdessen immer sein, einfach nur das zu tun, was du liebst. Das, was dein Herz für richtig hält. Und zwar ohne Ausreden. Das ist das Einzige, was du tun musst, um glücklich zu werden. Denn das, was zählt, ist, liebst du das, was du tust und machst du es Tag für Tag. Scheiß auf die Matrix, scheiß auf Ablenkungen. Deine konsumfixierte Persönlichkeit ist einfach nur ein Symptom für dein stark ungenutztes Potenzial, für kreativen Ausdruck und eine höhere Bestimmung. Der Ausdruck deiner Bestimmung durch deinen Verstand ist Genialität. Wahrgenommen durch deine Augen ist es Schönheit und hineingelassen in dein Herz ist es Liebe. Es liegt einzig und allein an dir, wann du aufwachst. Und um das zu schaffen, musst du wieder zentrierter werden. Du musst anfangen, dich zu bewegen. Du brauchst Ziele. Du musst deinen Weg erkennen und wieder die komplette Verantwortung für dein Leben übernehmen. Hör auf, ein Zombie zu sein. Hör auf, dich abzulenken. Hör auf, dich selbst krank zu machen. Finde deine Bestimmung. Fang an, deinen Weg zu gehen. Fang an, zu leben.